Es kommt etwas Monströses auf dieses Land zu. Startpunkt für Südlink ist nahe der Elbe in Wilster in Schleswig-Holstein. Die vorgeschlagene Trasse schwenkt bei Stade über die Elbe nach Niedersachsen. Das halbe Land wird zur Höchstspannungstrasse. Auf 300 Kilometern bricht Südlink durch 11 Landkreise. Es geht vorbei an mehr als 20 Bürgerinitiativen, die dagegen sind. Sie fühlen sich als Opfer. Das Nein zu Südlink tönt quer durch ganz Niedersachsen. Stahlmasten sollen elektrische Energie in gigantischer Menge an ihren Dörfern, Städten und Gemeinden vorbeiführen. Das wollen wir nicht. Wir möchten gerne, dass das erträglich für die Menschen, für die Bewohner, auch für uns als Anwohner hier wird. Südlink. Dieser Name spukt seit einem Jahr durch Niedersachsen. Die Leitung gilt schon jetzt als Herzstück der Energiewende. Viele trifft es ins Mark. Der Netzausbau ist gewissermaßen ein notwendiges Übel beim Abschied vom Atomstrom. Das Szenario ist eindeutig. Die verbliebenen Atomkraftwerke laufen größtenteils im Süden. Dort sitzt auch die Großindustrie mit einem riesigen Energiehunger. Bis 2022 gehen die letzten Meiler vom Netz. Dann klafft eine Lücke zwischen der Region, wo der Strom gebraucht wird, und der Region, dem Norden nämlich, wo Windkraftwerke den Strom erzeugen sollen. Das derzeit vorhandene Stromnetz ist zeitweise sehr stark überlastet. Es kommt dort zu zahlreichen Redispatch-Einsätzen. Und um diese Engpässe im Stromnetz zu beseitigen, ist der Ausbau des gesamten Stromsystems erforderlich. Das Netz vor dem Kollaps zu bewahren, das ist der tägliche Kampf beim Unternehmen TenneT. Ein Netzbetreiber, was nur wenigen etwas sagt und zugleich Bauherr von Südlink. TenneT handelt zwar im Auftrag der Politik, ist aber auch die Zielscheibe des Protests geworden. Dass die Leitung nicht kommt, kann ich mir kaum vorstellen, weil es ja nur mal eine Konsequenz ist von der Entscheidung von vor vielen Jahren. Und übrigens müssen wir nicht vergessen, dass das Parlament es auch so bestimmt hat. Es steht ins Gesetz. Es ist nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben. Doch die Frage der Bauart, die Frage nach den Stahlmasten, ist die brennendste bei Südlink. Der Windstrom, um den es ja geht, erreicht die Küste in Erdkabeln. Diese Methode entspricht ganz den Wünschen der Südlink-Gegner. Doch diese Höchstspannungskabel vom Meer enden im Boden nach wenigen Kilometern. Bei Südlink ist der Plan, 500 Kilovolt über 600 Kilometer zu transportieren. Ein technisches Mammutprojekt und nichts für Experimente. Es werden also von Norden nach Süden zweimal 2000 Megawatt Leistung transportiert. Und ein solches Projekt ist weltweit dann neu in dieser Größenordnung. Doch das Verlangen nach Erdkabeln lässt auch verwegene Ideen aufleben. Einer macht die Tour zu den Bürgerinitiativen. Er meint, die Lösung parat zu haben. Ich bin hartnäckiger Hund. Ich mache das jetzt schon 4 Jahre und ziehe das auch weiter durch. Die Planung für die Trasse läuft nach einem Eilverfahren. Und im gleichen Tempo wächst der Widerstand. Von Niedersachsen bis Bayern tobt der Kampf um Südlink auf jedem Kilometer. Bayern soll von dem Windstrom aus dem Norden profitieren. Aber dort tun sich nicht nur die Bürger schwer. Dort schwingt sich sogar der Ministerpräsident zum Schutzpatron der Trassengegner auf. Was auf bayerischem Boden geschieht, bestimmt doch immer Bayern. Wie gesagt, mit Südlink kommt etwas Monströses auf Niedersachsen zu. Ausmaß, Widerstand und Planung. Diese Stromautobahn setzt neue Maßstäbe, die das Land noch bis 2022 in Atem halten werden. Ohne Strom keine Sicherheit. Ohne Strom keine Wirtschaft. Strom ist ein Überlebenselixier, was aber erst ins Gewicht fällt, wenn ein Blackout alles lahmlegt. 50 Hertz. Ohne diesen Puls bricht das öffentliche Leben zusammen. Diese Schaltzentrale in Lehrte bei Hannover spielt dabei eine gewichtige Rolle.
Elektrische Energie jederzeit und überall verfügbar zu machen, das ist die Aufgabe des Unternehmens mit Namen TenneT. Die Männer hier regeln Kraftwerke und Windparks im Norden, um das Netz im Lot zu halten, damit es unter Höchstspannung funktioniert. Wenn bei uns eine Störung ist, dann haben Hunderttausende von Menschen und Unternehmen und Kraftwerke da etwas. Das ist etwas anderes als eine Stromunterbrechung bei ihnen in die Straße. Die ist vielleicht schon mal romantisch sogar mal einen Abend. Aber also das wollen wir überhaupt nicht. Wir besuchen die Zentrale von TenneT in Bayreuth. Von hier wird das Stromnetz nicht nur gemanagt, sondern auch neue Leitungen geplant. So haben sie hier Südlink auserkoren, das umstrittene Rückgrat der Energiewende. Damit ist TenneT zugleich Projektionsfläche für den Protest geworden. Da kocht es ganz gewaltig, da haben wir schon Bürgerinitiativen gegründet. Megamasten, damit kann keiner leben. Das gefährdet die Gesundheit, das ist eine unwirtschaftliche Ausgabe. Und das ist einfach eine Zerstörung des Landschaftsbildes. Das geht nicht. Der Südlink oder überhaupt der ganze Netzausbau, das ist sowieso eine ganz faule Nummer. Von unten machen die Bürgerinitiativen Druck. Von oben erzwingt die Energiewende den Netzausbau. Zwischen den Fronten steht Lex Hartmann. Er gehört zur Geschäftsführung und ist das Gesicht von TenneT. Hartmann bewirtschaftet die Stromautobahnen in halb Deutschland. Die sind damit auch in Händen des niederländischen Staates. Denn TenneT ist ein holländisches Staatsunternehmen. Und in Sachen Strommasten ist Lex Hartmann ein Überzeugungstäter. Nein. Ja, ich habe schon mal gesagt, das Problem von der Akzeptanz ist, dass es in Deutschland 1500 Menschen gibt, die Masten lieben und die arbeiten alle bei TenneT. Ja, aber das ist nur so ein Scherz. Und doch ist etwas dran. Denn TenneT setzt auf diese Bauart für Südlink. Die Stahlmasten lassen sich schnell errichten und optisch soll Südlink nicht anders aussehen als bestehende Freileitungen. Der Netzbetreiber muss außerdem die gesetzlichen Vorgaben befolgen. Die sind unmissverständlich. Masten sind das Mittel der Wahl, wenn sie 400 Meter Abstand zu Siedlungen einhalten. Der Ruf nach Erdkabeln findet bei TenneT aber durchaus Gehör. Ich sehe auch nicht so ein großes Problem mit all diesen Bürgerinitiativen. Wir haben ja auch einen vernünftigen Dialog. Und das Interessante ist, dass öfter auch da Ideen rauskommen, die wir nicht mal wussten und die auch besser sind. Lex Hartmann gibt sich entspannt. Er ist zwar Bauherr bei Südlink und Zielscheibe des Ärgers, den Schwarzen Peter aber kann er getrost weiterreichen. Denn TenneT kann nicht einfach nach Lust und Laune Leitungen bauen. Die Herrschaft über den Netzausbau hat diese Behörde. Die Bundesnetzagentur in Bonn. Auch die Planung für Südlink, die nach einem Eilverfahren läuft, beaufsichtigt die Bundesnetzagentur. Hier wird der Verlauf von Südlink genehmigt. Hier wird auch über Erdkabel oder Strommasten entschieden. Doch immer wieder wird TenneT unterstellt, ein Liebling dieser Behörde zu sein. Ach, wissen Sie, das wäre schön, wenn die Bundesnetzagentur das machen würde. Das ist wirklich Unsinn. TenneT handelt also im Auftrag der Politik, die den Netzausbau wegen der Energiewende will. Dass in die Zwischenzeit noch darüber diskutiert wird, ist ausgezeichnet. Es muss nur mal zum Ende kommen. Aber das ist etwas, was Politik machen muss. Wir sind der Dienstleister, der das macht. Der Schaltraum in Lehrte spürt bereits die Engpässe im Netz. TenneT muss sämtliche Verzögerungen bei Südlink ausbaden. Kommt die Leitung nicht, dann steigt das Risiko für einen Totalausfall im Stromnetz. Es gibt viele Alternativen, so ist das nicht, wie man sehen kann. Ne? Mit Stromleitungen hat Gerd Bindernagel ein Problem. Zum einen wohnt er bereits in Sichtweite von einer 360 kV-Leitung. Zum anderen ist eine weitere, der noch mächtigere Südlink, eben direkt vor seiner Haustür geplant. Was stört Sie an Südlink? Die Monstertrasse, das heißt die Megamasten. Sie müssen sich vorstellen, wir haben mal eine innerdeutsche Grenze gehabt. Es kommt ja nicht nur eine Strommastenreihe, 600 Kilometer von Wilster bis nach Grafenrheinfeld, sondern es kommt in 10 Jahren die nächste Stromtrasse daneben, also die nächsten Masten daneben. Und in weiteren 10 Jahren kommt noch eine daneben. Das ist die grobe Planung für die nächsten 30 Jahre. Wollen wir so etwas haben? Warum wollen die Menschen keine Stromtrassen vor der Haustür haben? Mittlerweile eine wissenschaftliche Frage, mit der man sich an der TU Braunschweig beschäftigt. Salopp gesagt wird hier gefragt, wie tickt der Südlink-Protest? Ja, nach dem Eindruck, den man ja jetzt hier auch wieder gewinnt, ist der typische Südlink-Protestbürger jemand, der sicherlich eher älter ist, eher gut gebildet ist,
Es hat aber auch was damit zu tun, dass die Menschen, die eben da protestieren, die Ressourcen haben, um sich damit ausführlich auseinanderzusetzen, um die Gegenexpertise einzuholen. Also es sind einfach Leute, die nicht mehr blind dem Staat vertrauen. Fehlendes Vertrauen in ein Energiewendeprojekt, das rein statistisch gesehen von der Mehrheit nicht nur der niedersächsischen Bevölkerung getragen, aber von den möglichen Südling-Anliegern bekämpft wird. Das St. Florian-Prinzip lässt grüßen, mit einem markanten Unterschied. Wir sind nicht gegen die Energiewende. Wir sehen zwar die Notwendigkeit nicht ganz so ein, wie das Ganze geplant wurde, weil wir sehen, dass es in erster Linie um Stromhandel geht, den wir Bürger mit bezahlen dürfen, mit unseren Strombeiträgen. Aber andererseits ist es politisch so beschlossen, dass man halt regenerative Energie in Süddeutschland leiten will. Das kann man so durchaus vertreten. Nur sagen wir, wenn schon diese Trasse sein muss, dann bitte schön als Erdkabeltrasse. Die Masten sind es also, die zur Ablehnung führen im Vergleich zu rotierenden Windrädern, geradezu kleinlich. Denn die regungslosen Südlink-Masten werden nicht annähernd so hoch wie ein durchschnittliches Windrad. Trotzdem werden die geplanten Stahltürme bekämpft. Ich glaube, die fühlen sich in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Sie tragen letztlich die Kosten dafür, dass wir eine Energiewende vollziehen, dass wir unsere Wirtschaftsstruktur so lassen, wie sie ist, dass wir also einen starken Energieverbrauch in Süddeutschland haben, eine starke Energieproduktion im Rahmen der Energiewende in Norddeutschland. Und sie sehen nicht unbedingt ein, warum sie diejenigen sein sollen, die dafür die Kosten tragen und alle anderen nicht. In Niedersachsen existieren bereits mehr als 20 Bürgerinitiativen. Um noch schlagkräftiger und besser gehört zu werden, wurde vor 3 Wochen in einem Wirtshaus bei Hannover extra ein Dachverband gegründet. Hier zeigte sich, die Menschen meinen es ernst. Allein um den Namen der neuen Widerstandsgruppe wurde Stunden gerungen. Der Namensvorschlag Bündnis von Bürgerinitiativen Niedersachsen für eine menschen- und umweltverträgliche Energieversorgung wurde mit deutlicher Mehrheit mit 11-3 Stimmen angenommen. Die schauen schon, dass sie nicht einfach nur ihre Emotionen ausleben wollen, sich selbst erleben wollen im Protest als solchen, sondern dass sie sehr strategisch, häufig eben auch mit vielen Zeitressourcen, sich dieses Projektes annehmen als einer Lebensaufgabe, auch als vielleicht ein kleines politisches Spiel für sie selber, wo sie dann am Ende sehen können, ob sie denn in der Lage sind, am Ende mit ihren Argumenten sich durchzusetzen in einem demokratischen Verfahren. Gibt es etwas, was Sie als Erfolg verbuchen können? Ja, wir haben letztes Jahr im Mai dahingehend die Bundespolitiker beeinflussen können, dass die Option für Erdkabel sich verbessert hat, was das sogenannte Bündelungsverbot betraf. Es war vorher nämlich so, dass es hieß, entlang einer vorhandenen Trasse dürfen keine Erdkabel gelegt werden. Und das ist dann aufgehoben worden. Vielleicht nicht viel, aber immerhin etwas. Es sind genau diese kleinen Erfolge, die den Widerstand gegen die Trasse motivieren. Und Männer wie Gerd Bindernagel hoffen lässt, eines fernen Tages den Südlink am besten wie ein Erdkabel zu begraben. In einem Winkel des Emslandes, auf diesem Feldweg, treffen wir Sebastian Ebert. Ein unscheinbarer Ort, an dem Herr Ebert aber eine spannende Geschichte über den Netzausbau erzählen kann. Denn unter dem Ackerboden verläuft hier ein Kabel, geladen mit Höchstspannung. Ist ja tatsächlich eine sehr unscheinbare Art, Höchstspannung zu transportieren, optisch. Das ist richtig. Wie Sie sehen, sehen Sie hier eben nichts. Somit ist das eben eine Art und Weise, eben diesen Anforderungen der Energieübertragung eben gerecht zu werden. Hier geht es darum, Windstrom von der Küste ins Landesinnere zu schicken, genau wie bei Südlink. Herr Ebert ist der Mann, der beim Netzausbau Träume wahr werden lässt. Denn er kann die dicken Leitungen unter die Erde bringen. Beim Vergleich zu den großen herkömmlichen Strommasten wird deutlich, welchen Unterschied das macht. Aber die Verlegung von Erdkabeln ist auch ein Eingriff in die Landschaft. Rückblick. Das massive Kabel rollt wie am Schnürchen in einen Graben. Aber die Länge ist begrenzt. Denn nach 1 Kilometer ist die Kabelrolle aufgebraucht. Das gilt als Schwachstelle beim Erdkabel. In Containern muss das Ende mit dem nächsten Kabelabschnitt verbunden werden. Ein Job für Spezialisten unter Laborbedingungen. Wird hier unsauber gearbeitet, kann das Erdkabel einen Kurzschluss erleiden und schwere Störungen im Stromnetz auslösen.
Die Kabelhersteller sagen, sie beherrschen diese Technik und achten auf die Umwelt. Die zwei Einleiter-Erdkabel werden dann eben in dem Sandbett umhüllt und dann im Anschluss daran, nach der Verlegung, wird der Erdaushub wieder genau in demselben Schichtenmodell wieder verfüllt. Nimmt man da irgendwas wahr? Also verändert sich der Boden? Wird der warm? Lädt er sich sogar elektrisch oder magnetisch auf oder so? Nein. Also es ist so, dass das Erdkabel in Betrieb hat also eine Leitertemperatur. Und die Temperatur wird also bis zum Außenmantel des Kabels schon so weit reduziert, dass man am Außenmantel eine deutlich geringere Temperatur schon hat. Und der Rest der Wärme wird eben über das Erdreich entsprechend abgefahren, sodass man an der Erdoberkante keine signifikanten Änderungen hat, sodass eben Ackerbau weiterhin möglich ist. Der Boden über dem Erdkabel darf nur 1 Grad wärmer sein als die Umgebung, so die Vorschrift. Nach 90 Kilometern hindurch unter Feldern, Flüssen und Autobahnen läuft das Erdkabel zu der sogenannten Konverterstation. Es brummt überall. Man bekommt den Eindruck, das ganze Gebäude stehe unter Strom. Herr Ebert erzählt, das Erdkabel sei noch nicht einen Tag ausgefallen. Der Windstrom komme ohne Störungen im Emsland an. Das ist jetzt quasi das Ende des Erdkabels? Das ist richtig. Das Kabel läuft also von außen hier in diese Anlage hinein, wird auf entsprechenden Stahlelementen fixiert und läuft dann in den sogenannten Kabelendverschluss hinein. Klingt ganz einfach. Aber lässt sich dieses Prinzip aus dem Emsland ohne weiteres auf die geplante Stromautobahn Südlink übertragen? Was wir als Hersteller sagen können, dass wir eben hier ein elektrisches Betriebsmittel haben, was Stand der Technik ist, was bewährt ist aus der Praxis, mit vielen Kilometern weltweit auch in Betrieb ist, erfolgreich, dass man da eben eine Technologie hat, die diese Leistung übertragen kann. Bei Südlink soll jedoch wesentlich mehr Leistung durch die Leitung zischen. Ein wichtiger Unterschied. Dafür habe man ein neues Hochleistungskabel parat. Aber Südlink zum Testlauf für ein kaum erprobtes Kabel zu machen, das weckt bei vielen Zweifel. Die Technik im Emsland bietet grundsätzlich alle Voraussetzungen. Das Erdkabel läuft. Nur an diesem Umspannwerk ist nach 90 Kilometern Schluss. Aus einem einfachen Grund. Denn das Erdkabel liefert Gleichstrom. Für die Steckdose braucht man aber Wechselstrom, erklärt er uns. Deshalb muss die Energie hier umgewandelt werden. Und dann kann es eben weiter in den Süden transportiert werden, über das ganz normale Übertragungsnetz. So führt diese Leitung weiter über Strommasten bis hin zu den Verbrauchern. Bei Südlink ginge das auch anders. Die Leitung ist besser geeignet für Erdkabel, weil sie komplett als Gleichstromverbindung geplant wird. Ein technisches Detail. Der Besuch im Emsland zeigt jedenfalls, dass Erdkabel keine Fata Morgana der Trassengegner sind. Wenn man an so einem Fluss wohnt und sieht jeden Tag, wie die Energie da verpufft, das tut weh. Wenn man ökologisch denkt. Also nutzt er den Fluss, um daraus Ökostrom zu machen. Ingo Rennert hat einen weiten Weg zurückgelegt, bis er zum Netzausbau gekommen ist. Hier an diesem Wasserkraftwerk nahm alles seinen Anfang. Schon in den 90er Jahren hat der Ingenieur diese Anlage geplant und gebaut. Gespeist von der Oker versorgt das Kraftwerk mehr als 300 Haushalte rund um die Uhr mit Strom. 1986 hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Da hat man mir in Brockdorf beinahe den Kopf weggeschossen mit dem Wasserwerfer. Und da habe ich gedacht, du gehst nicht mehr auf eine Demonstration, das ist dir zu gefährlich. Du baust jetzt Kraftwerke und rollst das Ganze von hinten auf. Eigentlich war Herr Rennert jahrelang Erfinder bei Volkswagen. Zum Tüftler in Sachen Energiewende wurde er nebenbei, lange bevor es das Wort Energiewende überhaupt gab. Inzwischen ist der Netzausbau in aller Munde. Dieses Arbeitszimmer ist zugleich Sitz der Infranetz AG. Mit dem Ein-Mann-Unternehmen will er den Netzausbau revolutionieren. Nach Rennerts Vorstellungen sollte die Leitung Südlink komplett unterirdisch verlaufen. Und zwar hieß es ja immer, das ist zu teuer. Und die Trassen sind so breit und der Boden wird zu warm. Und durch Wurzelung und diese ganzen Dinge habe ich mir alle aufgeschrieben. Und habe die einzelnen abgearbeitet und habe eine Lösung gesucht. Leitungsbau und Hochspannungstechnik, das sind komplizierte Wissenschaften.
Nach unzähligen Stunden in diesem Büro ist er sich nun sicher, einen Weg gefunden zu haben, wie Südlink kostengünstig nur mit Erdkabeln gebaut werden kann. Stark vereinfacht sieht die Idee so aus. Man könnte an der Autobahn 7 entlang gehen und nebendran schmale Gräben ziehen. Da rein sollen modernste Leitungen, Hochleistungskabel, die es aber erst seit kurzem gibt. Das geht. Man kann ja auch Autobahnen bauen, privat. Warum nicht ein Erdkabel? Tennet baut das auch nicht selbst. Tennet vergibt die Aufträge auch. Da sehen die Macher bei Tennet rot. Die Firma ist für die Stromautobahnen in halb Deutschland zuständig und Tennet verantwortet den Bau von Südlink. Herr Rennert und seine Ideen sind bei den Planern hier bestens bekannt, sogar bis hinauf in die Chefetage. Dieser Herr, der hat viele Teillösungen, betrachtet nie das große Ganze. Die Daten, die er öfter nutzt, sind, stimmen nicht. Also man kann nicht so ein Kabel in einen schmalen Graben verbauen. Also eigentlich stimmt fast nichts an dieser Planung. Also nicht in dem Sinne, dass wir danach sagen können, es liegt da und es funktioniert. Die Alternative, die Tennet immer im Mund hat, das ist keine Alternative. Ob der Mast 5 Meter weiter nach links oder rechts gesetzt, ist keine Alternative. Oder ob er grün oder blau gestrichen wird. Die Alternative ist die Erdverkabelung. Einmal die Vollverkabelung, ja. Dass er die Verantwortlichen nicht überzeugen kann, lässt ihn kalt. Er startet eine Ochsentour, um seinen Plan unters Volk zu bringen. An diesem Abend will er Burgdorf munitionieren. Einmal die Vollverkabelung. Hier soll eigentlich der Netzbetreiber Tennet über die Südlink-Pläne informieren. Aber als der offizielle Teil beginnt, halten fast alle Besucher schon einen Zettel von Herrn Rennert in den Händen. Und er hat sogar richtige Fans unter den Südlink-Kritikern. Erstmals hat Herr Rennert darstellen können, dass man eine totale Erdverkabelung machen kann. Wir reden ja immer nur von Teilabschnitten in fast schon homöopathischen Abschnitten nur. Und Herr Rennert sagt, nee, wir können das eigentlich kostengünstig von Nord nach Süd unter die Erde packen. Und das finden wir natürlich fantastisch. Inzwischen gibt es kaum noch einen Abend zu Südlink mit Tennet ohne Herrn Rennert. Auch in Burgdorf reizt viele die Vorstellung vom Erdkabel und das Ganze wird Teil der Diskussion. Die Verantwortlichen sind das schon gewohnt, wiegeln ab und verweisen auf geltendes Recht. Die zweistündige Debatte führt auch Ingo Rennert noch mal vor Augen, was er sich da vorgenommen hat. Ja. Es ist aus meiner Sicht ein Stück weitergegangen, aber noch nicht weit genug. Es braucht ein Erdkabelgesetz, wo ganz klar festgelegt wird, die Tennet darf auch Vollverkabelung machen. Nur dann kommen wir weiter. Südlink ist ein Mammutprojekt. Die Höchstspannungsleitung nach eigenen Wünschen zu verändern, das ist für diesen Mann eine ebenso große Herausforderung.